Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sahdu mit einer neuen Folge Imperatorum. Wir spielen als Maurya. Letzte Folge haben wir erneut das Seleukidenreich überfallen und sind nun auf dem Vormarsch, aber die ersten Armeen unserer Gegner werden uns jetzt entgegengeworfen. Das wird kein einfacher Krieg, sage ich euch. Die haben haufenweise Schotter und von der Rekrutenreserve sind sie uns ebenbürtig mittlerweile. Und die haben halt einen extrem starken Verbündeten, Baktrien. 40 Kohorten, 100.000 Mann Rekrutenreserve. Kriege dauern an. Wir hatten hier irgendwo einen General noch nicht besetzt. Den hier. Disziplin, der ist ja nicht schlecht, ja. 37 plus 5% Disziplin, Kriegsgunst plus 1. Den nehmen wir. Das Gebiet haben wir erobert. Das ist sehr schön. Den Achtergeneral. Ich bin am Überlegen, ob wir den hier oben lassen. Einfach zur Sicherheit gegenüber Baktrien. Wir werden den noch ein bisschen zentral hinstellen. Ja, konnten wir die Festung erobern, damit wären wir doppelt gesichert. Behandlung erfolgreich, die Entzündung ist weggegangen. So muss das sein. Glaube, das war ein Forscher, ne? Ja, ein Forscher. Oben in Stärke. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, für was das war. Ich glaube, das war nicht so wichtig, das Amt, oder? Wir haben ja einige Neuner. Wir haben ja gute Leute dabei. Geben den hier den Posten. Ja, Legitimität, ja, ist okay. Konnten die nicht komplett bezwingen, leider. Die marschieren jetzt nach Prajaka. Dann wieder zurück. Kommt zur Schlacht. Es kann sein, dass sie dann hier noch mehr Truppen reinziehen wollen. Sechster General. Die Belagerung ist gewonnen, sehr schön. Konnten wir die. Ne, die Barbaren springen hier immer noch rum. Jetzt marschieren sie nach Sitiati. Dann hinterher. Können die Belagerung hier unten im Süden gewinnen. Das ist sehr gut. Obwohl wir hier die Schlacht verlieren, so krass. Okay, ist nur ein vierer General, den wir da auf unserer Seite haben. Gehen wir mal mit Gewalt marschieren noch mit rein. Und die Belagerung hier oben konnte auch gewonnen werden. Super. Eine Achse hoch. Die andere kann eigentlich hier bleiben. Dass die drei Achse gegen Bakrien absichern. Und der Rest wird sich dann den Armeen des Seleukiden-Imperium stellen. Komplett auseinandergeföhnt. So wollen wir das sehen.
uns jetzt zu der Schlacht. Wir ziehen genügend Leute nach. Die haben die bessere Taktik. Einengen. Jetzt haben doppelt so viele Soldaten fast verloren wie wir. Das zieht hier wirklich rein. Wir können da ganz entspannt sein, weil die ist im Moment noch keine Gefahr. Zum 9er General, den werden wir mit die Front mitschicken. Waldmarsch raus. Und irgendwo hatten wir hier auch noch einen Gewaltmarsch drin, oder? Ja, hier. Jetzt kommen sie von hier oben. Genau dafür haben wir den General hier stehen gelassen. Unseren Achter. Dass er da oben alles dicht machen kann. Also mit großen Armeen sind sie bisher nicht gekommen. Immer nur so kleckerweise. General, wenn wir dann in die Richtung vorstoßen. Unten ja, marschieren wir schon auf die Stadt zu. Eine Provinzhauptstadt. Sendan. Frischer Tat ertappt. Ja, hier wollte jemanden umbringen. Er wurde mit einem praktischen Rambock in der Hand gefunden. Ja, genau. Ein ganz dezentes Mordwerkzeug. Unauffällig und leicht in der Hand zu tragen. Ein Rambock. Er wollte sie hier umbringen. Oh, ist der Admiral unserer ersten Flotte. Boah, wir sollten nicht vorschnell handeln. Nee, nee, nee. Dann schmeißen wir den lieber mal in den Kerker rein. 10 Stabilität jetzt zu verlieren. Das muss nicht sein. Und da wir sowieso den Flottenunterhalt ganz unten haben im Moment, werden wir da jetzt auch keinen neuen Admiral einsetzen. Ein 8er General? Wir haben ja auch einen 8er General. Die marschieren, glaube ich, hier hin. Gehen mal in die Wüste. Während die Armee dann hier auch mal zurückholen. Alle gen Süden schicken. Baktrien hatte hier unten 20.000 Soldaten. Sind das Söldner? Nö. So können hier oben gar nicht so viel mehr sein. Daher reichen die 3 Achse hier oben im Norden aus. Kriegsziel erreicht, ja. Wir haben hier alles erobert. Dritter Marianisch-Seleukidischer Krieg. Mir kommt das schon vor, wieder 5. oder 6. Jetzt knallt es hier oben aber. Da müssen wir rein. Ob es uns gefällt oder nicht. Die haben eine Menge schwere Infanterie.
Ja, da kommt zu viel nach. Da müssen wir uns aber schleunigst verziehen. Ich hoffe, wir kommen da noch rechtzeitig weg mit Gewaltmarsch. Da kommen ordentlich ein paar Truppen an. Haben wir hier noch irgendwas anderes Brauchbares oder nur den Neuner General? Wir haben nur den Neuner General. Wir schicken den Neuner General mit nach hier unten. Zusammen mit noch Mark. Ihr marschiert hier weiter voran. Da wollen sie es wissen. Die Seleukiden. Entscheidende Schlacht hier über die Vorherrschaft im südlichen Frontabschnitt. Es sieht gut aus für uns. Wir haben Kriegselefanten der Gegner nicht, aber die benutzen halt jetzt immer diese bessere Taktik als wir gegen uns. Wir gewinnen das. Jemand will mit uns handeln. Nehmen wir gerne an. Wir haben 8000 Mann verloren, der Gegner 10.000. Wir bleiben hier einfach mal stehen, weil die schicken hier nochmal 6000 in uns hinein. Wichtig, dass wir unten hier nochmal diese zwei Axt zur Verstärkung gen Süden schicken. Es soll uns recht sein, was der Gegner macht. Der verheizt hier seine Truppen. Die Baktrier. Zur Schlacht. Das hat man überhaupt eben nicht auf dem Schirm. Da sind unsere Truppen ein bisschen weit vorgeprescht. Das ist ein 5er General. Können versuchen, das zu forcieren, indem wir da auch noch ein paar Truppen mit Gewaltmarsch hinterher senden. Die schicken auch noch Truppen rein. So, dann müssen wir versuchen, jetzt mal ein bisschen die in Überblick zu behalten. Uns auch anschauen, wo nun eigene Schlachten toben. Das ist die Schlacht hier oben, wo unsere Acke ein bisschen weit vorgeprescht ist. Das wird uns, ja, zur ersten Niederlage hier in dem Krieg einbringen. Aufsplitten. Vielleicht haben wir uns ein bisschen hier unten übernommen und uns etwas zu sehr, ja, breit gemacht. Wir werden auch mit denen mal langsam zurückmarschieren. Sollte nie reinmarschieren. Ach, die sind jetzt nun schon. Jetzt müssen wir mit allem wieder hinterher. Das nervt nur. Kommt schon, haltet noch durch, bis die 12.000 Mann Verstärkung da sind. Wieder nichts. Nächste Schlacht verloren.
Diesmal lassen wir jetzt aber die Leute nachrücken, ja genau. Und kommt es auch zur Schlacht. Da sah es ganz stabil aus, aber die Gegner bekommen ordentlich Verstärkung. Hier unten kommen auch nochmal 20.000 Seleukiden nach. Die Verstärkung reibt uns dann hier unten im Süden auf. Da haben wir auch nochmal verloren, aber wir bekommen hier einen 9er General. Und dann, somit können wir die vielleicht in die Zange nehmen. Gewaltmarsch mal bitte rausnehmen. Wir haben ja immer noch unsere Festung. Die ist Gold wert. Hier konnten wir jetzt endlich den Sieg erringen. Ich bin am Überlegen, ob wir noch eine Ack von hier oben abziehen. Wir belassen das erstmal dabei. Und wir konzentrieren uns mal. Oh, wartet. Und oben ist ausgelaufen. Das ist die Armee-Moral. Nehmen wir auf jeden Fall wieder rein, weil der Krieg ist knapp. Das ist ein Söldner. Nur ein Dreier-General. Kommt jetzt gleich zur Schlacht. Müssen wir auch nochmal alles reinsetzen. Können es leider nicht mehr abbrechen. Das ist das Problem. Wir machen den gleichen Fehler wie die Seleukiden, dass die nach und nach ihre Truppen reinschicken. Noch eine Schlacht verloren. Überhaupt nicht schön. Mal geschlossen reingehen. Sagt er und rannte wieder mit einer Einzelarmee rein. Oh, geht mir das auf den Sack jetzt hier. Ach, so viele kleine Fehler jetzt hier. Nervt. Gewaltmarsch hinterher. Jetzt müssen wir mit der Brechstange da reingehen. Absolut unnötig alles gewesen da. Die Verluste. Ja, Spaß selber mal schauen, ob wir da schon uns etwas nehmen könnten. Das könnten wir uns nehmen und könnten wir Nationen entlassen. Gerha und Adiabene. Marka, 27er Kriegswert. Das wäre natürlich was, wenn wir die befreien könnten. Das müsste irgendwo hier unten sein.
dazu brauchen wir noch bedeutend mehr Kriegswert. Untertan aufkündigen. Das stand doch auch noch da. Das hat man hier ausgewählt. Untertan aufkündigen. Backtrainer entlassen. Wow, schaut euch das mal an. 99. Pissurien könnten wir verlangen. Das Gebiet wollen wir auf jeden Fall haben. So, das lassen wir mal noch drin. Und den Rest werden wir dann sehen. Untertanen aufkündigen, Pistorien vielleicht und Nationen entlassen. Aber dazu brauchen wir noch einen bedeutend höheren Kriegswert. Kommt's zur Schlacht? Können wir diese endlich mal wieder für uns entscheiden? Ja, es sieht so aus. Gut, dass wir diese zwei Truppen da runtergezogen haben. Veteranen ziehen weiter. Wir bekommen Manpower. Steuern lokal plus 15% und die Unruhe wird ebenfalls lokal um 1 reduziert. Wichtiger Sieg hier, wichtiger Sieg. Die fliehen wieder bis sonst wohin. Reichen wir die noch? Sieht ganz gut aus. Wieso ist der illoyal her? Ne, sie steigt ja. Also alles im grünen Bereich. Kommt, marschiert rein. Denn da kommen die nächsten 20.000. Das wird ganz knapp. Ich hoffe, die kommen nicht rechtzeitig mit rein. Statthalter ist gestorben. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, die kommen nicht rechtzeitig rein. Sehr schön. Wir haben nur 3.400 verloren, der Gegner über 8.000 Mann. So muss das sein. Wovon das abhängt, wie weit die fliehen, das würde mich auch mal interessieren. Fliehen ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Städte weit. Belagern die jetzt die Festung? Ne, jetzt ziehen sie wieder zurück, so wie es ausschaut. Das kleine Gebiet da noch. Können wir weiter gen Süden ziehen. Von hier oben kommt ja nichts. Wow, ein Nuller General. Ist das euer Ernst? Gewaltmarsch. Mit gen Süden. Das ist irgendwie im Gefühl, dass da unten die Entscheidungsschlachten kommen werden. Statthalter fehlt. Kann man den ganz guten reinsetzen. Kusch scheint Frieden gemacht zu haben mit Ägypten. Ägypten ist halt komplett im Eimer. Krass. Phrygien, ja, zerfällt irgendwie auch immer mehr. Ätolien wird stark. Also vom Rhein, vom Land her, ne? Von den Truppen im Moment sind die noch nicht besonders stark.
Aber vom Land her schon. Ja, der Krieg tobt weiter, Leute. Und leider ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Bis dahin. Bye bye, euer Sahadum.